So, da sind wir auch schon wieder zurück. Bevor wir in den Shop reingehen, kurze Frage an euch. Ich hatte es gestern schon im Stream gefragt. Wollt ihr eventuell wieder Preisgeld haben in den Custom Games? Weil damit haben wir jetzt wieder angefangen. Ist natürlich jetzt nicht so einfach, wieder Spiele dafür zu finden, weil viele wollen halt nicht rumschwitzen, sich da groß anstrengen. Aber wir haben natürlich auch welche, die spielen wieder um ihr Leben, Kappa. So, jetzt geht es aber darum, ich hatte vor, das wirklich mit Belohnungen zu machen. Jetzt ist nur die Frage, soll ich eher eine wöchentliche Belohnung machen? Heißt, wer in der Woche die meisten Siege hat oder eher monatlich? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Wir gehen jetzt auch direkt schon rein in den Shop. Ich hatte die Aufnahme eben schon gemacht, aber Fortnite einfach abgeschmiert. Ganz toll. So, wir haben schon gesehen, die Metallmasken sind wieder zurück. Zack, da sind sie. Ne, wir nehmen das einzeln. So. Einmal hier die weibliche Variante. Aber ich sag ja, mir gefallen die Skins gefühlt gar nicht. Also wir haben einmal die normale Militärvariante. Ne, hier ist die normale Militärvariante. Dann die Schneevariante. Wo wird nun mal diese Tarnung benutzt? Ich frage mich das schon die ganze Zeit, seitdem ich den Skin gesehen habe. Dieser Flecktarn, der hier ist klar, der ist so Wald, Wiese, der ist für Schnee. Aber wo wird der hier benutzt? Im Gebirge? Ich bin gerade total lost. Ohne Quatsch. Aber davon haben wir auch noch eine männliche Variante. Auch Wiese, Wald, Schnee. Und ich komme nicht drauf. Ich hasse das. Wenn ich irgendwie eine Idee habe, aber sie nicht ausführen kann. Und dann haben wir noch die Metallpickaxe. Auch in drei verschiedenen Varianten. Das kommt eher selten vor, dass wir Pickaxe haben mit drei verschiedenen Varianten. Wie hört sich das schon mal an? Das Paket ist ein Jahr alt. Überlegt mal, ein Jahr. Das kommt mir gar nicht so lang vor. Und dann haben wir noch die athletische Assassinen. Ja gut, das ist natürlich auch wieder so ein Geschmackssache-Ding. So sieht's okay aus. Aber mit der Maske, also mit der Skimaske, nee. Aber von hinten halt typischer weiblicher Skin. Mehr eigentlich auch nicht. So, dann haben die Pompon-Prügler. Ah ja. Also auch nur für die Hartgesottenen. So, das war das Paket. Dann, ach hier. Mein Rabe. Er ist da. Gerade, weil der ist da ja seit vor 2 Wochen, war der doch schon drin. Natürlich auch mit passendem Rückenass zwar. Aber jetzt kann ich wenigstens noch mal gucken, was ich für ausgegeben habe. Also insgesamt 2000. Toll. Dann noch der weibliche Rabe. Aber da bin ich ganz ehrlich, da gefällt mir der Kopf nicht. Der hat mir damals schon, ganz am Anfang hat mir der Kopf da schon nicht gefallen. Hier nochmal die passende Schleife dazu. Aber ganz ehrlich, der Kopf gefällt mir gar nicht. So, dann haben wir natürlich noch eiserner Schnabel. Nochmal 830. Ich habe 2,8 bezahlt. Zack. Und der passende Kleider, also 3600 habe ich bezahlt. Weil den Kleider wollte ich natürlich dann auch haben. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne wieder mit YTE-FamilyHack. Grüße gehen schon mal raus. Dann, ein Traum ist wieder da. Der wurde mir definitiv geschenkt. Das weiß ich. Aber fragt mich jetzt nicht von wem. Ich traue mich schon gar nicht mehr zu fragen, wer mir irgendwas geschenkt hat. Auf jeden Fall Rückenass war. Also Skin-Kombi ist immer noch nice. Sieht einfach schön aus. Dann haben wir Luminos wieder drin. Ja, der gefällt mir eigentlich auch schon immer. So die, ich weiß nicht, irgendwie hat der Skin was. Auch wenn der Kopf natürlich ein bisschen cringe ist, die Eule. Aber so an sich, ich weiß nicht, irgendwie packt der Skin mich. Dann haben wir die Astralaxt wieder drin. Aber 1200 V-Bucks, ihr wisst ja, ein bisschen teuer. Dann haben wir Splitterbrook wieder drin. Hat man die Modelle so grob durchgehen. Ach so, vorweg, wir haben heute auch wieder V-Bucks, ne? V-Bucks kommen nachher wieder in Rette die Welt. Also wer Rette die Welt spielt, gerne noch dranbleiben. So, dann haben wir noch Arcana. Oh, nicht schlecht. Aber nein, ich muss V-Bucks sparen. So, das hat man schon. Und dann haben wir auch hier die Arktis-Assassinen wieder drin. Alles okay, ist halt ein Standard-Skin, ne? Also man darf wohl nicht zu viel erwarten. Dann haben wir die Gesandte wieder drin. Luca, hattest du die nicht gestern gespielt? Auf jeden Fall so einen ähnlichen Skin.
dann die Sumpfjägerin, den Skin immer noch. Ich finde ihn immer noch hässlich. Hässlich wie die Nacht. Wie so ein Döfchen. Heißt es IO-Attack? Ich denke mal, bei der 10er-Attacke. Naja, aber Musik, ihr wisst ja, ist immer Geschmackssache. So, dann Pull-Up-Emote immer noch drin. Ja, ich kann ihn nicht abspielen wegen Copyright, dürfte inzwischen eigentlich bekannt sein. Abfeiern darf ich abspielen. Achso, wegen dem Lama-Skin. Wir hatten gestern so eine kleine Diskussion. Also, so gefällt der Skin mir auch nicht, aber in-game auf jeden Fall. Aber das hatte ich, glaube ich, gestern auch schon gemacht. So, dann haben wir das auch. Oh, das Paket ist immer noch da. Also immer noch Alien im Shop drin. Ich sag, der Shop im Gegensatz zu früher echt riesig, ey. So, das Emote extra für den Skin. Als Kind habe ich das immer schon gehasst. Die Zunge da, den Rachen da so rausgeschnitten. Aber das Emote hier. Oh. Achtung. Zack. Dann die wunderschöne Pickaxe. Genauso der Kleider. Also ich glaube mit der Pickaxe, ich würde mal gerne wissen, wie oft die gekauft wurde. Ob die Pickaxe wirklich benutzt wird. So, dann haben wir hier nochmal die einzelnen Pakete. Skin, Rückenaccessoire plus Emote. 1600 V-Bucks. Dann der wunderschöne Skin. Also mir gefällt die weibliche Variante da überhaupt nicht, ey. Genauso halt wie beim Terminator. Also die Skins gefallen mir wirklich gar nicht. Dann das Emote. 300 V-Bucks. Und der Kleider für ein 2, der ist so laut. Und die wunderschöne Pickaxe für 800 V-Bucks. So, das war das Paket. Oh, Flash ist auch noch drin. Eieiei, heute wollt ihr so wieder wissen. So, dürfte aber inzwischen bekannt sein. Ich habe das Gefühl, doch schon 2 Wochen im Shop jetzt. Das Emote wechselt immer wieder. Wechselt halt immer wieder die Position. So, dann noch das den Bildschirm. Skin dürfte bekannt sein. Der wurde auch nicht oft gekauft, glaube ich. Dann ein Joker-Paket, immer noch drin für 30 Euro. Und das Q-Paket. So, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal rüber in Rette die Welt. Ich habe auch eben schon nachgeguckt, aber habe es wieder vergessen. Man kennt es. Level 70. 70 und 116. Mal gucken, ob ich es heute direkt finde. Denn V-Bucks kriege ich glaube ich erst in der Woche. Naja, bei 406 Tagen erst wieder. So, 70. Warte mal, 70 ist dann. Ja, doch, ist richtig. Wie schnell finde ich es? Ich habe noch nicht mal geguckt, was für eine Mission. Da, ich habe sie schon gefunden. Einmal 3 Atlasse kaputt machen. 3 oder 4, keine Ahnung. Und dann, jetzt kommt es für die härteren. Hallo. Ab auf 116. So, heute wollen sie es mal wissen. Wo sind wir? Da, 40 V-Bucks, also insgesamt 75 oder 70, was hatte ich gesagt? 75 V-Bucks gibt es zu holen. Dann haben wir noch den Lama-Shop. Da gibt es heute für mich nichts Kostenloses. Denn inzwischen 30.000 Gold. Aber ich wette, Schleuderaffe und Hans haben wieder noch mehr. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Und ich würde sagen, euch noch einen schönen Tag. Bis nachher in den Custom Games. Also wer mitmachen will, einfach mal vorbeischauen. Ich schätze mal so 18 und 19 Uhr Wettspiel wieder da sein. Und in dem Sinne, euch einen schönen Tag. Bleibt nicht zu wild und rein.